Wir haben den Martin in der Leitung, richtig? Kannst du uns hören, Martin? Ja. Ja, ich kann euch hören. Könnt ihr mich auch hören? Ja, aus dem Homeoffice. Genau, aus dem Homeoffice. Ich bin doch lieber, das bei uns auch geschneit hat, lieber zu Hause geblieben. Hallo euch zwei und überhaupt hallo in die Runde an alle, die da sind. Ja, hey, sehr gut. Deine Verbindung ist auch gut, alles gut. Wir reden über den sozusagen Erstkontakt, wenn Kunden sich oder Interessenten dann noch sich aus der Anonymität des Internets herauswagen und sagen, na gut, dann gebe ich denen mal meine Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse oder starte mal einen Chat bis hin zu, ich kriege dann irgendwann vielleicht ein Angebot. Ich glaube, das Angebot schreibt ihr gar nicht mehr, oder? Oder doch? Nee, auch das haben manchmal. Tatsächlich habe ich in meinem Leben, glaube ich, 5 Angebote selbst geschrieben. Das haben schon immer andere Leute gemacht. Mittlerweile haben wir ein dediziertes Team, das sich für Angebote und Aufträge oder um Angebote und Aufträge kümmert, die das auch deutlich schneller und besser machen können als ich. Wir sind tatsächlich eher die, die vorher besprechen, was brauchen die Kunden denn wirklich. Erzähl mal, wie das abläuft. Ja, also eine Besonderheit bei uns ist auf jeden Fall, dass wir quasi keinen oder fast keinen Outbound-Sales machen, sondern sind in der schönen Lage, dass ganz viele Interessenten auf uns zukommen, weil eben die Atlassian-Tools oder insgesamt die Digitalisierung, die Google-Tools sehr, sehr boomen. Wir freuen uns da natürlich und wollen den Kunden oder Interessenten die möglichst viele Möglichkeiten geben, direkt mit uns in Kontakt zu treten. Also sei das jetzt über klassisch E-Mail anrufen, über ein Kontaktformular, das wir überall anbieten, oder über einen Chat, den wir mittlerweile auf allen unseren Seiten haben. Und dann ist unser Ziel eigentlich, möglichst schnell einen direkten Kontakt, einen persönlichen Kontakt herzustellen, weil dann versteht man am besten, was der Kunde machen möchte und vor allem auch, warum er das machen möchte. Häufig ist die Lösung oder die Idee, die dahinter steht, vielleicht gar nicht das, was aus unserer Erfahrung das Beste ist, sondern wir wollen erstmal verstehen, was möchten die denn? Möchten die zum Beispiel ihre skalierten, agilen Projekte besser managen mit digitalen Tools und so weiter? Und das versuchen wir zu verstehen und dann eben möglichst schnell oder möglichst aufzeigen zu können, ob wir der richtige Partner sind, ganz häufig oder nicht ganz häufig, aber wir behalten uns auch vor zu sagen, wenn wir an manchen Stellen keine Erfahrung haben. Es bringt für uns nichts, irgendeinem Kunden was zu verkaufen, wo wir nicht sinnvoll unterstützen können. Da kann es dann sogar sein, dass wir, da kennt sich der Adil noch besser aus, weil er das betreut, an Partner aus unserem Partnernetzwerk verweisen, die da einfach mehr Erfahrung haben. Also es geht uns nicht darum, auf Teufel komm raus, was zu verkaufen, sondern wir wollen Produkte und Dienstleistungen verkaufen, von denen wir überzeugt sind, dass wir das gut können und was in unsere Strategie passt. Also Intranets, agiles Projektmanagement, die Google Suite und so weiter. Da sind wir auch, glaube ich, sehr, sehr gut und das können wir sehr gut. Gestern im Gespräch mit dem Lukas hatten wir schon mal gesagt, bei Savit Media verdient niemand irgendeine Provision, ja? Sodass ein Kontakt mit euch, der nicht zu einem Auftrag wird, für euch jetzt erstmal kein Problem darstellt, wenn ihr das Gefühl habt, der Kunde sollte eigentlich gar nicht bei uns Kunde werden. Genau. Also Sepp hat mir einmal aus Spaß ein Glas Gin als Provision angeboten. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ansonsten ist Provision nicht unterstützt und ich glaube, es würde auch nicht uns passen. Wir wollen als Team nach Möglichkeit und über die mittlerweile 3 Vertriebsteams, die wir haben, hinweg vernünftige und gute Aufträge für uns bekommen. Und nein, es ist also im ersten Gespräch geht es tatsächlich für uns darum, zu verstehen, was möchte der Interessent und dem Interessenten klarzumachen, ob und wie wir da unterstützen können. Und wenn dann tatsächlich schon klar ist, den Weg wollen wir weitergehen und was werden die nächsten Schritte, also dann zum Beispiel eine Produktdemo zu geben oder konkrete Anforderungen zu besprechen, in einem Anforderungskatalog mal zu bewerten oder vielleicht auch schon Angebote zu erstellen, dann ist das in unseren Augen sinnvoller. Und so ein erstes Gespräch ist nie verschwendete Zeit, weil im Zweifel, wenn wir kurz vor Abschluss dann merken würden oder im Projekt merken würden, das lohnt sich nicht oder das war nicht sinnvoll, dass wir das angeboten haben, ist es für beide Seiten eigentlich ärgerlicher und schlechter. Dieses erste Gespräch, das man mit euch führen kann, das kann man ja entweder per E-Mail durchführen, per Telefon, aber auch über Live-Chat, ne? Ja. Der Martin ist ja ein glühender Verfechter unserer Intercom-Lösung, also der Lösung, die wir verwenden für Live-Chat. Kannst du dazu mal etwas sagen? Also wer kann da mit euch chatten? Jeder. Also
Wenn ihr irgendwo auf unsere Infothek-Seiten, also alles Infos, cybert-media.net geht oder so, dann findet ihr unten rechts so einen runden Bubble. Der sollte sich auch irgendwann öffnen. Sonst, wenn ihr draufklickt, öffnet er sich. Und da könnt ihr uns einfach direkt mit uns in Kontakt treten. Es sind also echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich das schreibe, ne? Weil viele Fragen stellen uns ja immer so Fangfragen. Wie viel sind 5 plus 3? Genau. Also mit die häufigste Frage, die kommt, ist, bist du ein Bot? Und ich muss, also wir sind tatsächlich echte Mitarbeiter und dadurch dauert das auch manchmal ein bisschen länger. Also ärgert euch nicht, wenn es mal eine halbe Stunde dauert, bis wir antworten, weil wir vielleicht so coole Sachen machen, wie bei der Tools for Agile Teams irgendwie ein Interview führen mit meinen beiden Lieblingskollegen oder ähnliches. Deswegen dauert es ein bisschen. Wir sind tatsächlich dran und interessiert, das auch über einen Chatbot vielleicht schneller gezielt Informationen auszuspielen. Aber unser Ziel ist es immer, möglichst einen Kontakt herzustellen und schnell zu verstehen, mit wem rede ich denn da und was möchte der und wie kann ich dem helfen. Von daher, wenn ihr da mal chattet und merkt, da antwortet einer nicht schnell, ihr habt immer die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Wir melden uns dann bei euch und in der Regel fragen wir nach, was ihr wollt und bieten auch direkt über Calendly, was ein sehr cooles Tool ist, die Möglichkeit, euch einen Termin auszusuchen in unserem Kalender, der euch passt, sodass wir einfach mal uns Zeit nehmen und in Ruhe darüber sprechen, was derjenige eigentlich will und ob wir da sinnvoll unterstützen können. Cool. Sehr cool. Ich hätte noch so eine etwas ketzerische Frage, die mich regelmäßig beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob du da eine sinnvolle Antwort drauf geben kannst, aber wir sind jetzt bei so einer agilen Konferenz und ein Teil der Agilität sind ja interdisziplinäre Teams. Das heißt also, ich habe ein Team und die sollen nach Möglichkeit alles machen. Alles beinhaltet dann halt auch Vertriebsleistung, Erstkontakt und so weiter. Da könnte man sagen, okay, die Anfragen, die zu Linspin kommen, die macht das Linspin-Team und die zu Agile Hive, die macht das Agile Hive-Team und das Google-Team macht ihre Anfragen. Und wir haben jetzt tatsächlich in diesem Erstkontakt und auch im Marketing und auch gestern mit dem Lukas, haben wir keinen diesen interdisziplinären Ansatz gemacht, sondern eher einen zentralistischen Ansatz, wo wir sagen, wir wollen so schnell wie möglich beim Kunden sein, wollen da schnell antworten können, Live-Chat und so weiter. Ist es einfach nur so, weil wir es anders nicht hinkriegen, weil das mit diesen Tools nur so funktioniert? Oder ist es auch gut so und besser? Also das, ich habe da selber keine Antwort drauf. Deine Meinung würde mich da mal interessieren. Also meine Meinung ist, ich bin ein bisschen mit dran schuld. Als Linspin noch nicht so groß war und es Agile Hive noch gar nicht gab, als ich 2015 hier angefangen hatte, hatten wir keinen zentralen Vertrieb, sondern da lag der Vertrieb in den damals Confluence und Jira und IT-Vertriebsteams. Ich war quasi der Erste, der das so zentral gemacht hat und wir haben gemerkt, dass es sinnvoll sein kann. Ich persönlich glaube auch, dass es auch über interdisziplinäre Teams funktionieren kann. An dem Punkt sind wir nicht. Ich weiß aber, also wer bei Cybert Media arbeitet, weiß, dass wir nicht nur an der Wand stehen haben, dass wir Veränderungen lieben, sondern ich weiß gar nicht, wie das in einem, anderthalb oder zwei Jahren aussieht. Es kann sein, dass sich das ändert. Der große Vorteil an einem zentralen Team ist aktuell, dass wenn zum Beispiel ein Kunde jetzt wegen einem Agile Hive anfragt oder wegen einem Jira, um nicht nur unsere Produkte zu nennen, oder ein Confluence, dass die dann häufig auch Fragen oder Interesse haben wie, also wenn wir jetzt noch eine On-Prem-Lösung nutzen, wie betreiben wir denn das? Und dann muss man eben auch das kennen oder eben, ich will es jetzt nicht Cross-Selling nennen, aber eben auch über den Tellerrand hinaus mit dem Kunden zu besprechen, was ist eigentlich eure Gesamtsituation? Reden wir hier wirklich nur über ein Wissensmanagement oder gibt es da auch noch angehängtes Projektmanagement, was für euch interessant ist? Habt ihr sowas wie ein Service-Desk, wo man das Wissensmanagement cool als Knowledge-Base nutzen kann? Und da haben wir zwei Experten bei uns jeweils im Vertriebsteam, das Team nennt sich Team Mercury, der ein oder andere hatte vielleicht schon mal Kontakt damit, der sich dann mit Agile Hive, ich bin eher für Linspin dort zuständig, andere, die sich mit Jira besser auskennen und manche, die sich mit Betrieb besser auskennen. Weil diese grundsätzliche Erstberatung soll da jeder von uns führen können, um ein grundsätzliches, einen ersten Eindruck zu bringen, wo wir auch über die konkrete Anfrage hinaus vielleicht Unterstützung leisten können, von denen die Kunden häufig nicht wissen. Wenn sie zum Beispiel dann sehen, oh cool, wir haben neue Schulungen im Programm und so weiter, genau das brauchen wir auch. Das sind halt einfach Themen, die häufig im Gespräch rauskommen, sodass wir dem Kunden ohne diese klassische Vertriebsabsicht zu haben, eigentlich viel mehr aufzeigen, als er im ersten Schritt eigentlich angefragt hatte. Cool. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber tatsächlich gibt es auch Verfechter dafür, das auch wieder interdisziplinär zu machen. Ich bin gespannt, wie es in zwei Jahren auf der Tools ist, wenn wir wieder ein Interview führen. Vielleicht reden wir dann schon ganz anders. Ja, also ich würde auch sagen, was mir erstmal wichtig ist, ist, dass die Kunden von uns einen guten Service bekommen und gerade in diesem Erstkontakt, den du ja auch sozusagen jetzt zumindest für mich und für das Interview jetzt gerade repräsentierst,
ist Geschwindigkeit halt auch einfach super wichtig. Also da müssen halt einfach genug Leute da sein, damit man schnell antworten kann und man auch das Gefühl als Kunde oder Interessent bekommt, da bin ich zu Hause. Vielen Dank, dass ihr das macht. Das hilft uns als Unternehmen, glaube ich, sehr. Weiß nicht, wollen wir noch... Nee, etwas, worüber wir gestern kurz noch mit dem Lukas gesprochen hatten, waren ja, dass unsere Preise ja öffentlich einsehbar sind und so. Das heißt, schon beim Erstkontakt müssten ja schon sehr viele potenzielle Kunden ja wissen, welche Leistungen wir anbieten, zu welchen Preisen. Ist das so oder sind die eigentlich noch desorientiert und orientieren sich mit uns, Martin? Sowohl als auch. Es gibt ganz viele, die sich einfach, das liegt auch immer ein bisschen im Status Kunden, ganz viele wollen einfach erstmal anrufen, weil sie so eine Markterkundung machen wollen und überhaupt schauen, was möglich ist. Wir haben aber auch schon Kunden, die sagen mir teilweise die Preise besser, als ich sie im Kopf habe, weil sie sich einfach in den letzten 2 Wochen total damit beschäftigt haben. Was ich definitiv finde, ich mag unsere Strategie dort sehr, sehr offen zu sein und nicht erst, wenn sich jemand meldet, die Preise offen zu machen. Und es macht es für mich auch in der Kommunikation einfacher. Wenn wir ein Google Meet zum Beispiel machen, um mit einem Kunden zu sprechen, schicke ich dem den Link zu unseren Betriebsoptionen und so weiter rein. Und dann gehen wir das direkt durch und der hat den Link und der hat das schwarz auf weiß oder die hat das auch schwarz auf weiß vor sich und kann einfach deutlich, wir können das viel, viel besser machen. Das ist echt... Das ist, glaube ich, eine Strategie, die nicht nur von unseren Werten her zu uns passt, sondern es ist auch tatsächlich, es erleichtert mir die Arbeit und ich glaube den Kollegen auch ganz, ganz stark. Cool. Gut, dann würde ich vorschlagen, lassen wir es dabei mal bewenden, Martin. Wir haben sozusagen durch dich und mit dir ein paar Minuten aufgeholt. Ich glaube aber auch, dass die Regie uns einfach so noch so ein bisschen Runway gegeben hat. Wir sind nämlich ziemlich viel überschritten. Gab es noch was, was du gerne loswerden wolltest, was du auf deinem Zettel hast, was du in die Welt hinausrufen willst? Du kennst mich, ich bin vollkommen unvorbereitet hier reingegangen und bin davon ausgegangen, dass ihr 2 perfekte Fragen vorbereitet habt. Nein, es gibt nichts zu sagen, außer allen da draußen zuhören, noch viel Spaß bei der Tools. Ich schaue immer ab und zu auch mal rein, finde es echt cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt an die Kollegen. Ja, viel Spaß noch und ein schönes Wochenende an alle. Alles klar, danke Martin, dass du dabei warst. Gerne, ciao.